Taucher gleiten dahin, rund 70 Kilometer vor der Küste der Provinz Patani im Golf von Thailand. Doch ein Blick hinab offenbart den traurigen Anlass des Tauchgangs. Ein ausgedientes Fischernetz hat sich über ein Korallenriff gelegt und das mitten in einem Meeresschutzgebiet. 2 Tage lang arbeiteten rund 40 Taucher, um das empfindliche Ökosystem aus der Umklammerung zu befreien. Dabei banden sie mit Luft gefüllte Plastikbeutel an das Netz, um den gelösten Teilen Auftrieb zu geben. Am Sonntag dann konnten Freiwillige, Forscher und Angehörige der thailändischen Armee Vollzug melden. Das war ein ziemliches Gewirr da unten, so einer der Freiwilligen. Das Schwierigste war, das Netz von den fragilen Hirschhornkorallen zu entfernen, denn die haben viele Zweige. Das Netz lag auf etwa 9 mal 26 Metern über den Korallen. Rund 10% des Riffs seien dadurch zerstört worden. Sogenannte Geisternetze, von Fischern verloren oder weggeworfen, sind nach Angaben der Umweltschützer in Thailand ein echtes Problem. Und nicht nur dort. Den Vereinten Nationen zufolge landen jährlich weltweit rund 640.000 Tonnen Netz in den Meeren. Legen die sich über Korallenriffe, so fördern sie die sogenannte Bleiche und damit letztlich das Absterben der Lebewesen. Auch im Golf von Thailand kam das am Sonntag ans Licht. Nach Angaben der Retter soll sich das Riff in rund 2 bis 3 Monaten erholt haben.